Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, heute mit etwas ganz Besonderem. Heute mit Transformers, Decepticon Tyrant Megatron aus der Takara Tomy United Line. Hier quasi aus dem Spiel Transformers Fall of Cybertron, oder wie gesagt, War of Cybertron. Und ich bin echt absolut beeindruckt. Das ist eine Figur von Takara, wo sich Hasbro wirklich nicht nur eine Scheibe von abschneiden könnte, sondern gleich 100. Diese Figur ist einfach awesome. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, kommen wir doch jetzt einfach mal, bevor wir zu der Figur und der Verpackung kommen, zu der Anleitung. Denn auch die ist einfach nur unglaublich. Zwar nur im Schwarz-Weiß gehalten, aber ey, die Quali ist so krass vom Unterschied her. Wir haben hier eindeutig, also oben Hinweise, ne, bla 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 und so weiter, ist schon klar, man sieht es hier, nicht verschlucken, nicht in die Augen schießen. Wir sehen aber hier, die Details der Figuren sind einfach nur genial. Mehr kann man dazu echt nicht sagen, es macht echt was her. Wir haben hier wirklich, vom Detailgrad sind die Aufnahmen echt beeindruckend. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Hasbro, also ganz ehrlich, du sparst hier an uns ganz schön von der Qualität. Was sehr schade ist, denn ansonsten hat Hasbro echt gute Sachen zu liefern. Aber wenn ich das jetzt zwischen Takara und Hasbro im Vergleich sehe, wow. Also ganz ehrlich, das ist ein krasser Unterschied. Ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zur Verpackung. Auch bei der Verpackung hat hier Takara eindeutig quasi Hasbro übertrumpft. Wir haben hier ganz normal vorne den Fahrzeugmodus, wie wir es auch bei Hasbro kennen. Unten das coole Logo, Megatron Cybertron Mode. Hier das Logo der Decepticons, hier richtig schön in 3D hervorgehoben, was ich auch cool finde. An der Seite ein richtig awesome Bild von Megatron, United 04. Auf der anderen Seite haben wir ganz groß Megatron abgelichtet, auch einfach nur eine göttliche Figur. Und im Hintergrund, ja, sehen wir hinten, Licht, ich würde sagen fast Matrix-like, ziemlich cool. Und oben drauf haben wir dann, Optimus Prime und Megatron. Megatron hat hier eine Technikstufe von 3, also ist schon ein wenig herausfordernder. Ja, ansonsten auf der Rückseite, auch hier ist die Verpackung einfach nur genial. Wir haben hier ein richtig, richtig geiles Diorama-Bild. Richtig mit grafischen Effekten auch rausgearbeitet. Holla die Waldfee, also ganz ehrlich, das ist echt geil. Sowas vermisse ich bei Hasbro absolut. Auch hier oben das Logo, wenn wir es mal angucken. Dieses ganze Design, es ist, ganz ehrlich, geil. Auch hier unten der Text Back, er macht echt was her. Auch wenn er nur simpel und schlicht ist, aber ganz ehrlich, allein hier sieht man schon, wie Takara sich die Mühe gemacht hat, in Englisch übersetzt und sonst alles nur auf Japanisch. Einfach nur geil. Man sieht hier, Megatron ist fast in allem wirklich absolut unschlagbar. Und hier unten sehen wir nochmal Megatron im Roboter- und im Tankmodus. Und ein kleines Gimmick ist dieser Tank-Mode. Man kann hier unten diese Panzerketten einklappen und dann hat man einen Hover-Mode. Was ich auch ziemlich cool finde. Das heißt genauso wie in dem Spiel. Hier außen sehen wir nochmal, er hat eine Kanone zum Abschießen. Und ganz hier unten sehen wir nochmal die ganzen Charaktere. Soundwave, ne? Cliffjumper, dann, Cliffjumper, ich glaube 12, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall Bumblebee und Optimus Prime. Einfach nur freaky awesome. Ja, und drunter ist ansonsten nichts groß. Kommen wir jetzt zu der Figur selbst und die Figur ist geil. Ganz ehrlich, diese Figur selbst, alles Metallic, wirklich absolut alles. Und das Rot ist nicht einfach nur irgendein Rot, was aufgemalt wurde, sondern es ist ein komplett metallisches. Das heißt wirklich, als wenn man jetzt von einem, als wenn die Farbe genommen hat von einem, wie soll ich sagen, vom Auto oder so. Also eine richtige Kfz-Farbe. Und auch das Silber ist so ein Goldsilber. Oh, einfach klasse. Diese ganzen Details. Hier überall außen diese ganzen durchsichtigen Plastikteile. Hier unten drunter
einfach freaky awesome. Die Figur, ganz ehrlich, sie hat was. Was ich ein bisschen lustig finde, ist auch hier oben diese Greifer-ähnliche Spitze. Erinnert mich ganz stark an den Panzer von Armada. Passt auf jeden Fall ganz gut. Und vor allem, er ist nicht synchron. Das heißt, hier ist die ganz schlicht, die Seite. Und hier haben wir wie so eine Art Laserwaffe nochmal und eine Antenne. Und hier unten metallisch Gold. Ich kann diesen Effekt nicht mit der Kamera richtig reinholen. Es ist einfach unbeschreiblich. Man spiegelt sich quasi schon richtig drin. Auch hier oben, überall. Boah, einfach nur klasse. Und vorne ein großes durchsichtiges Geschoss, was natürlich auch rausgeschossen werden kann. Auch nicht schlecht, so eine Fiberglas-Optik. Boah, einfach geil. So, und jetzt haben wir hier den Hover-Modus. Jetzt können wir natürlich auch noch den Panzer-Modus mit den Panzerrädern darstellen, den wir jetzt einfach kurz mal runterklappen. Das dann nach vorne ziehen. Zur Seite wegklappen. Das ist also wie so ein Dreifachgelenk. Dann zur Seite drehen und die Ketten nach unten drehen. So, das gleiche machen wir jetzt hier. Kurz nach unten falten, nach vorne drehen, zur Seite drehen, dann rumdrehen, fertig. Ja, und jetzt hat er quasi die Panzerketten, jetzt ist er ein Panzer. Auf jeden Fall ziemlich cool. Kleines, nettes Gimmick, nicht viel, aber es macht echt was her. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, guckt euch mal diesen Panzermodus an. Also viele werden bestimmt sagen, was für eine Dose. Aber nein, er macht, also für einen Cybertron-Tank macht er echt was her. Gefällt mir absolut. Er kann auch fahren. Hat Räder runter. Fährt jetzt aber nicht allzu atemberaubend, aber ich denke mal eher, das liegt hier bei mir am dem Untergrund, dem Stoff. Ansonsten hat er überall kleine Räder drin. Hier. Ja. Kommen wir doch jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist schlicht, wirklich absolut schlicht. Wir nehmen einmal erstmal ganz groß hier die Waffe ab. Was für eine Riesenkanone. Auch hier haben wir nochmal das, quasi wie hier an der Seite, wie so gespiegelt. Schade, dass man das nicht abnehmen kann und irgendwie hier an der Seite dran tackern kann. Aber das macht dem keinen Abbruch. Ja, ansonsten klappen wir jetzt die Arme erstmal zur Seite. Das heißt, bevor wir die zur Seite klappen, wir können natürlich erstmal die Hände rausholen. Auch ein schönes Gimmick ist, hier ist eine Hand drin. Sie besteht aus zwei unterschiedlichen Komponenten. Wir drehen das jetzt einfach mal raus. Das ist die Oberseite. Das ist die Unterseite. Wir können ihn quasi auch hier mit drei Fingern lassen. Dreht zusammen. Und schon hat er eine richtige, komplette Hand. Geiles Gimmick auf jeden Fall. Das gleiche machen wir hier. Einmal rausklappen, zusammenklappen, na, so. Auch hier die Arme komplett metallisch oben drauf. Einfach geil. So, jetzt kommen wir zur Rückseite. Wir klappen hier die Teile erstmal hoch, komplett. Ziehen jetzt hier die Beine heraus, klappen gleichzeitig, dieses Teil hier hinten ist im Double Joint, nach innen. Ein bisschen schwieriger, so. Klappen das jetzt nach oben, weil dann blockiert es die Füße nicht. Jetzt kommen die Füße rausdrehen. Das gleiche machen wir jetzt einmal hier. So. Drehen jetzt die Fußsohle nach unten. So. Drehen das Ganze einmal rum. Drehen jetzt diese Silberteile, die Platten nach innen. Das können Sie einfach offen lassen, wem es gefällt, oder halt nach oben drehen. Ich mag es eher, wenn es nach oben gedreht ist. So, jetzt haben wir quasi die Füße schon fertig und Megatron zur Hälfte schon transformiert. Jetzt kommen eigentlich nur die Arme. Dazu drehen wir jetzt einmal hier oben die Spitze zur Seite. Drehen die nach innen, so, dass quasi die Fläche so ist. Drücken es jetzt runter, um die Schulter zu formen. Jetzt drehen wir hier dieses ganze Schultergelenk einmal nach außen. So, ziehen es nach unten, das gleiche hier, nach innen drehen, dann gleich nach unten winkeln, fertig. Jetzt drehen wir hier dieses ganze Gelenk hier unten einmal nach unten, drehen den Arm nach innen, nach oben, dann wieder nach unten, das gleiche hier, drehen das ganze Teil nach unten, nach vorne,
nach unten, den hin nach vorne. Drehen den Kopf nach oben. Jetzt kommt dieses ganze untere Teil hier, dieses Chest Panel, wird nach oben gedreht. So. Das Rückenmodul klappen wir nach oben. So. Und schieben es so ineinander. Ja, und Ladies and Gentlemen, Megatron ist angekommen. Eine freaky awesome Figur auf jeden Fall. Die Waffe kann entweder an den oder an den Arm gesteckt werden. Das ist jedem selbst überlassen. Dazu haben wir hier diese kleinen Packs an den Ketten und hier diese kleine Öffnung. Da drehen wir es einfach drüber. Und schon hat Megatron seine Handfeuerwaffe. Oh, die Figur ist einfach genial. Ihr seht jetzt auch richtig die Spiegelung vom Brustkorb, wie sehr das glänzt. Oh, ihr seht hier oben richtig die Reflexion. Einfach nur geil. Das ist so ein Rot, was... Ah, ich kann das mit der Kamera nicht einfangen. Es ist wirklich ein absolut grelles, richtig, richtig, richtig grelles Rot. Nee, ich krieg die Farbsättigung nicht so rein. Es ist wirklich tief kirschrot und es ist heftig. So, die Figur selbst ist sehr gelenkig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einmal Schultergelenke, 360 Grad Drehung. Wir können die Arme nach oben, nach unten leicht winkeln. Wir können die Hände nach oben, nach unten drehen. Das ist also ein Ellbogengelenk drinne. Wir können den Arm zur Seite drehen, ist aber nicht wirklich gewollt eigentlich von der Transformation, aber möglich. Ja, ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, den Kopf zu drehen, auch um 360 Grad. Was ich ein bisschen schade finde, ist, was einfach verschwendet ist, so ein bisschen. Er hat eine Leibpalpfunktion drin, aber die Augen sind rot gepainted. Finde ich ein bisschen schade. Man hat so ein bisschen leicht lilanen Rand noch außen. Das heißt, theoretisch könnten die Augen lila leuchten. Ja, aber gut, das bezweifle ich. Ansonsten, ihr seht selbst, der Kopf ist einfach wirklich wunderschön. Und typisch Takara ist die ganze Figur, wie gesagt, einfach im Metallic-Look gehalten. Das heißt, gerade beim Megatron macht das echt was her. Vorne haben wir das Decepticon-Logo, auch das ist metallisch. Lila Metallic auf Silber Metallic, es ist einfach nur geil. Ihr seht selbst, es spiegelt richtig, als wenn es in verschiedenen Farben ist. Ja, die Schulter finde ich auch sehr schön designt mit den ganzen Nieten. Auch der Arm. Die Waffe selbst ist auch wirklich freaky. Die ist fast so groß wie Megatron selbst, wenn ihr euch das mal so anguckt. Ansonsten von der Rückseite her hat die Figur auch einige Details zu vermelden. Das heißt, ihr seht hier richtig pneumatische Stangen mit Zahnrädern drin. Echt geil. Es sieht fast aus hier wie das Decepticon-Logo. Hier oben habt ihr die Spitze, hier die Krone und nach unten geht dann die Maske. Ist quasi, wie gesagt, genau wie das Decepticon-Logo hier. Einfach geil. Die Schulter, wie gesagt, auch echt gut gelungen. Gefällt mir. Auf beiden Seiten. Und die Füße haben auch was. Ganz ehrlich, sie sind echt gelenkig. Ihr könnt sie richtig zur Seite drehen, ist auf dem Kugelgelenk unten. Das heißt, ihr könnt sie wirklich echt gut posen, die Figur. Die Beine könnt ihr nach oben winkeln, auch ziemlich weit. Und ansonsten habt ihr ein normales Kniegelenk. Ihr seht selbst, ziemlich beweglich, die Figur. Ihr könnt jetzt quasi so posen, richtig schön so. So. Ja, also macht einfach echt was her. Ansonsten könnt ihr natürlich den Waffenarm auch noch groß schwenken. Ja, oder wie ich jetzt die Waffe abfeuern. So, und jetzt einfach mal, weil langsam aber sicher die Batterie natürlich bei mir einen Geist aufgibt und ich nicht vorgesorgt habe, möchte ich jetzt einfach nochmal einen Größenvergleich bieten zu Fall of Cybertron und War of Cybertron Optimus Prime.
damit ihr einfach mal seht, wie groß die Figur tatsächlich ist. Sie ist wirklich größer als beide zusammen, also als jeweils beide. Und ja, die Figur ist einfach geil. Die Figur kostet mittlerweile in der Takara United Version umgerechnet 90 Euro. Ich hatte echt Glück gehabt, ich habe sie für 50 bekommen. Wenn ihr sie bekommen solltet, holt sie euch. Also ganz ehrlich, das ist eine Figur, die gehört in jede Sammlung. Ich gebe hier der Figur volle 10 Punkte in beiden Modi, im Roboter sowie im Fahrzeugmodi. Sie hat es echt verdient. Vom Design und Lackierung auch absolut super. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bis dahin, ich hoffe, ich kriege ein Abo oder einen Daumen hoch. Wir sehen uns, euer Rexfor.